Hallo, hier ist Karl von der Wiener Fotoschule. Ich möchte euch im folgenden Tutorial ein bisschen was zu Adobe Lightroom zeigen. Es geht heute um das Aussortieren von Bildern. Ich habe hier meine Madeira-Fotos vorbereitet. Ich war bereits 18 Mal in Madeira. Die Fotos sind in Jahresordnern abgelegt. Das heißt, ich habe für jedes Jahr einen Ordner gemacht und ich gehe mal in den 2020-Ordner und zeige euch hier die Übersicht. Ganz wichtig, in der Werkzeugleiste befinden sich hier die Attribute. Da wäre einmal die weiße Flagge für ausgewählt. Die verwende ich nicht. Die schwarze Flagge bei mir sind abgelehnte Fotos. Das sind diese Bilder, die später sicher gelöscht werden. Ich kann dann die Fotos mit Sternen versehen, mit Farben, aber zudem etwas später. Bei mir werden die Fotos durchgeschaut. Das heißt, man kann sie einfach mit der, mit der Pfeiltaste durchklicken und alle Fotos, die später, die später im äh, Katalog verbleiben sollen, bekommen einfach einen 1. Es wird sozusagen ein Sternenmal festgelegt. Die Fotos, die sicher gelöscht werden, die werden mit der X-Taste für abgelehnt markiert. Diese Fotos sind noch nicht gelöscht, aber zum Löschen vorbereitet. Warum verwende ich die weiße Flagge nicht? Die weiße Flagge habe ich nach einiger Zeit durch einen Stern ersetzt, denn das heißt, alle Bilder, die bei mir im Katalog verbleiben, müssen zumindest einen Stern haben und so erspare ich mir einfach das Setzen der weißen Flagge und die Fotos, die später gelöscht werden, werden mit der X-Taste markiert, man merkt dann auch, dass die so grau unterlegt sind. Welchen Vorteil habe ich jetzt, wenn ich diese Fotos mit Sterne versehe? Über den Bibliotheksfilter kann ich zum Beispiel alle Fotos rausfiltern, die mit einem Stern versehen sind. Das heißt, alle Bilder, die jetzt äh, keinen Stern haben, werden gar nicht mehr angezeigt. Und wenn ich jetzt hier einmal auf alle drei Stern-Foto gehe, dann sehe ich alle mit drei Sternen. Und wenn ich dann auf fünf Sterne gehe, äh, das denke ich ist selbsterklärend. Die Sterne kann ich vergeben. Entweder indem ich hier ins Bild reinklicke, ich kann aber auch auf der Tastatur die 1 oder die 2 drücken und je nachdem welche Taste ich drücke, wird dann wird, wird die Anzahl der Sterne vergeben von den Tasten 1 bis 5. Ich verwende 1 Stern, 3 Sterne und 5 Sterne. 1 Stern bedeutet, das Foto verbleibt im Katalog. Das sind vielleicht manchmal äh, Fotos für die Diashow, das sind jetzt keine Meisterwerke, aber sie sind einfach wichtig, um die Geschichte am Laufen zu halten. Drei Sternbilder sind die mittelguten Fotos und fünf Sternbilder sind die Top-Fotos. Das sind das sind die Bilder, die später sehr oft verwendet werden, die rausgehen. Und das sind sozusagen meine wichtigsten Fotos. Ich kann hier das Attribut wieder ausschalten. Das heißt, ich habe dann hier keine weiteren. Filter mehr platziert. Man muss aufpassen, diese, diese Symbole sind teilweise sehr schlecht sichtbar. Ich gehe hier mal rein in die, in die Markierung und wenn ich hier mal filtere, alle Fotos, die keine Markierung haben, das heißt, sie hätten weder eine weiße Flagge, noch wären sie abgelehnt. Und ich mache das Ganze noch einmal kleiner. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Foto hier ausblende, dann verschwindet es sofort aus der Übersicht, weil es über diesen Bibliotheksfilter quasi ausgeblendet wird. Das heißt, das ist eine sehr einfache Möglichkeit, hier Fotos sofort auszublenden, wenn ich sie beim Sortieren nicht mehr sehen möchte. Ich habe hier festgelegt, ich möchte nur die Bilder sehen, die keine Markierung haben. Und durch diese Regel werden sozusagen... Die Bilder, die abgelehnt sind, sofort, wenn ihr mit dem Bibliotheksfilter arbeitet, müsst ihr vorsichtig sein, denn diese Icons hier oben sind sehr schlecht sichtbar. Wähle ich mehrere an, dann würden sie sich addieren, das heißt, jetzt hätte ich weiße Flagge, keine Markierung plus abgelehnt aktiviert. Das heißt, wirklich nur die Schaltfläche aktivieren, die benötigt wird. Wenn ich jetzt ähnliche Fotos habe und ich möchte diese gerne besser unterscheiden, Gibt es die sogenannte Vergleichsansicht? Das heißt, ich kann hier zwei Fotos wählen, kann reinzoomen und kann mir dann entsprechend einen Ausschnitt aussuchen. Wenn ich das Schloss öffne, kann ich diese beiden Fotos auch in unterschiedlicher Größe zoomen. Gehe ich hier wieder auf Schließen, synchronisiere, sind die Fotos wieder gleich groß. Habe ich jetzt mehr als zwei Fotos, das können 4 sein, 6 sein, 8 sein, je nachdem, wie viele am Monitor Platz haben, kann ich jetzt über die Übersicht hier auch mehrere Bilder auswählen, kann die mit Sternen versehen, kann sie ablehnen, heißt das ganze Programm, das ich zuerst auch gehabt habe, und kann hier auch meine Auswahl besser vornehmen.